Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge hat sich uns Rowan angeschlossen. Ja, der wohl epischste Butler, den ich je gesehen habe. Ja, und wir sollen jetzt zum Kulmerpfad über die Bärmia-Schlucht oder umgekehrt über den Kulmerpfad zur Bärmia-Schlucht gehen, weil wir müssen diesen König Nachtigall aufhalten, der mit dieser komischen Lanze, was weiß ich, vor Ort. Und ja, ich würde sagen, das macht man auch direkt. Aber was ich damit meine, ist, dass wir es nicht direkt machen. Wir kümmern uns erstmal um einige Nebenquests, weil ich möchte ein paar Kämpfe und so hinter mir bringen. Und ich glaube, wir haben eine Quest bekommen, wo wir Monster, ich glaube, hier in der Nähe erledigen müssen. Und bist du eine neue Person? Nein, nicht hinter der Sapstragenstraße. Okay. Gehen wir mal da ein. Weil ich will auch wissen, was Drone drauf hat. Südwestlicher Bereich, östlicher Bereich. Wo ist der nördliche Bereich? Nördlicher Bereich, ja super. Dann würde ich sagen, wir teleportieren uns direkt dahin. Ach, Verliese. Yay! Höhenstraße. Nördliche Region. So. Wir haben es mal ein Monster erledigen, ne? Ja, ein paar Kämpfe müssen jetzt wieder rein, weil hatten wir schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt Bila aus dem Team genommen erstmal und habe Rowan an vorderster Front geschickt. Milas Freunde, ja, sicher. Klar, warum nicht? You're going to Femont to save your captured friends, right? We heard from Jude. Friends? Oh, you mean the four. They're not your friends? Well, in a sense, they do help me accomplish the things I need to do. Then they're your friends, just like us. We'll help you too. Everybody get a hand in. To think I'd find myself on the receiving end of encouragement. So, wenn ich jetzt wüsste, wo genau ich hin muss und überhaupt. Warte mal, muss ich in den Wald gehen? Sag mir nicht, ich muss in den verdammten Wald gehen. Oh, das ist nicht so in Arbeit. So. Pfirsichblüten. Melde dich beim Kopfgeldjäger. Am Substra. Oh. Ach, diesen unglaublichen Typen. Substra. Eine die Bedrohung von in die Sapsra-Höhenstraße lauert. Ja. Ich hoffe, ich bin ja auch richtig. Ach, muss ich mich hier kümmern? Ey, sagt mir nicht, ihr seid immer noch hier. Kann ich hier was kaputt machen? Nö. Ja, super. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig bin. Wir sind ja in der nördlichen Sapsra-Straße, ne? Muss ich euch töten? Weiß ich nicht, ne? Egal. Warum bewegt ihr euch nicht? Hallo? Was ist los? Warum habe ich euch beide auf Dingens eingestellt? So. Und du wirst Messer anstatt mit einem Rapier zu kämpfen. Zack. Aua. Komm her. Wir wissen, was du kannst. Ah, geil. Ich konnte mehrere abschießen. Boah, ihn zu steuern ist irgendwie komisch. Oh geil. Raffinierter Brecher. Ah, ich muss noch gucken, wie das geht. Kreis, Kreis, Kreis. Ja, Hauptsache noch respektvoll hier in die Hand geben nach dem Kampf.
Rowans Fähigkeit, Abstimmung. Wenn Rowan einen Geisterart gewirkt hat, kannst du es mit Hilfe einer Taste oder eines Sticks weiter beeinflussen. Der Effekt und die Steuerung hängen vom jeweiligen Art ab. Die Sache kostet eine bestimmte Menge TP, die die Hälfte der Wirkkosten des Arts entspricht. Was, das kostet auch noch extra? Willst mich... Na gut. Oh, ey! Aber jetzt sagt mich, die sind schon wieder auf Dingens eingestellt. Nein, danke. Geil. Bäm, wie geil. Bäm, 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 bäm. Wie geil. Muss aber erstmal wissen, wie er geht. Da ist ein Krug, der auf den Gegner fällt. Ui. Komischer Kampfstil. Egal. Genauso wie Elvin irgendwie. Er kann nur so aus der Ferne kämpfen. Wenn ich nur X drücke, dann wirft der Messer auf die Gegner. Wenn ich oben oder unten drücke, oder links und rechts, dann geht er auf Nahkampf rüber. Also genau umgekehrt wie Elvin. Eieiei. So. Aber ich bin ja falsch, ne? Wo verdammt nochmal ist denn hier... Insektenlösen. Verdammt. Ja, selbst wenn jetzt nichts mehr passiert, haben wir wenigstens einen Kampf. Okay, wo muss ich... Wo ist der Substrasiaffen? Diesen einen Typen da. Die Quest abgeben. Er hier, ne? Der unglaubliche Typ. Das habt ihr gut gemacht, ihr Neulinge. Schade, dass ihr keine Gelegenheit hattet, mich in Aktion zu sehen. Aber wie versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Hier ist der Grund, warum man mich den unglaublichen Kopfgeldjäger nennt. Weil ich aus einem malerischen kleinen Dorf stamme, das unglaublich heißt. Ihr könnt jetzt gehen. Seltsam, jeder, dem ich jetzt erzähle, die genau gleiche Reaktion hat. Wartet mal. Jetzt, da ich darüber nachdenke, könnte ich schwören, dass ich euch schon mal irgendwo gesehen habe. Naja, egal. Unglaubliche Männer wie ich achten nicht auf kleine Details. Muhahaha. So. Und eine Fliegerbrille haben wir bekommen. Geil. Hi, alter Mann. Ich bin auch ein alter Mann. So, was hast du? Oh. Ich hab's erledigt. Oh, okay. Ich hatte einen Giftstachel. Das ist schön zu wissen. Einen Giftstachel? Das ist der... Ey. Ich kann euch nicht sagen, wofür ich ihn brauche. Wenn er rausbekommt, dass ich ihn brauche, um einen Jungen dazu zu kriegen, mich zu mögen, dann klauen mir alle anderen Mädchen, die ihn auch mögen, meine Idee. Hm, jugendliche Probleme. Bläh. So, und Haarnadel. Ja, die Sachen gucken wir uns nochmal an. Und Geld. Geil. So, hier ist nichts mehr, ne? Keine Quest, kein Ruhm, keine Ehre. Oder? Na gut. Aber wieder was erledigt. Bin ich froh. So, was gibt's denn noch? Was haben wir noch nicht erledigt? Dann schalt die Bedrohung auf den Substra. Ja. Bring den Glücksbringer der Vater am Aladdin-Seehafen. Okay. Gehen wir da hin. Gehen wir zum Faller. So, und ja, die Häfen sehen wirklich alle gleich aus. So, wo bist du, Vater? Ich habe hier einen Anhänger von deiner Tochter. Glaube ich. Ja, muss doch die Tochter gewesen sein. Ja, war sie auch bestimmt. Ich stelle mich nur hier zu blöd an. So, hey. Kommst du her? Eisensand, geil. Wo bist du? Komm her. Wo bist du? Komm her. Wo bist du? Komm her. Jetzt ernsthaft, wo bist du? Das wird langsam peinlich. Einen Seemann müssen wir suchen, ne? Er sagt nicht, ich muss hier rumfragen. Dann muss ich ja mit Leuten reden. Was soll das? Da bin ich ja auch falsch. Ja, voll der peinliche Part hier. Bringe den Glücksbringer dem Vater. Im Aladdin. Der zum.
der auf dem Weg zum Aladi-Hafen ist. Willst du mich verkuckeiern? Vielleicht in seinem Gasthaus. Ja. Entweder da oder ist noch im Sabstra-Seehafen. Ja, super. Weil er ja auf dem Weg hierhin ist. Hallo? Na? Nee. Dann gehen wir mal zum Sabstra-Seehafen. Warte mal, Anlegebereich. Schiff-Anlegebereich. Ja, was zum... Na gut. Voll erfolglos hier. Wir haben hier nichts geklappt. 10 galt, geil. Das hat sich wenigstens gelohnt. Vor allem, weil ja keine Musik ist. Das macht das alles noch schlimmer. Da betont noch irgendwie den Fail dieses Videos. Na egal, 2 Quests haben wir erledigt. 2 Kämpfe haben wir gemacht. War ergiebig. Ich drücke immer noch 4 anstatt Dreck. So, was haben wir denn noch hier? Wo kriege ich deine 40 Büte? Schalte die Bedrohung auf der Sabstra-Höhenstraße auf. Na gut, ich werde wahrscheinlich auf Screen nochmal nach diesen einen Typen suchen. Aber erstmal gehen wir, mein Gott, wann mache ich denn hier? Nach Sheraton. Und von dort aus. Ich denke mal, wie kommen wir überhaupt dahin, wo wir hin müssen? Thalys Höhenstraße. Ich schätze mal hier einfach, ne? Nein. Gucken wir mal. Das Gebiet haben wir übrigens noch nicht erkundet. Das können wir auch direkt machen. Ja, finde ich auch. So, komm her. Kampf. Bronto. Bam, 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 bam. Aber man muss nur einmal bezahlen, dann. Wenn ich die vielen Feuerbälle hier einsetze. Schwollstrahl. Zeug wenig gebracht. Zack, zack, zack. Ist auch cool zu steuern, ehrlich gesagt. So, was habe ich denn noch alles für Dinger hier? Ich habe noch hier und hier. Okay, geil. Zack. Ach, da ist diese eine Technik. Ja, wenn man gedrückt halt, dann kommen die Messer sofort runter. Komm, ein Kampf geht noch. Oder 2 oder 3 oder 4 oder 6. Zack. Oh, geil. Negative Gate. Plum. So, ich wechsle aber mal lieber zu jemand anderen. Ich glaube, er ist lieber als CPU-gesteuerter Charakter hilfreich. Zack. Raffinierter Bröcher. Aua. So. Nehmen wir noch die geile Sonnenbrille auf. Okay. Hier ist ein Beutel. Den nehmen wir mit. Dann gucke ich schon mal, ob ich hier vielleicht annähernd richtig bin. Vielleicht bin ich ja hier richtig, weiß ich ja nicht. Dann gucke ich mal auf Screen, wo sich dieser eine Typ befindet. So, nein! Ja, dann würde ich mal sagen, beende den Part hier. Ich mache den Kampf hier noch schnell fertig. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Typ, wo ich eine Quest abgeben kann. Tschüss!